Herzlich willkommen zur Meditation am ersten Advent. Die Wochen und Tage vor Weihnachten laden dich ein, in deinem Leben empfindsam zu werden. Es kann dir geschehen, dass du in der Tiefe berührt wirst und sich Frieden und Zuversicht in dir ausbreiten. Der Advent ist im Ursprung eine stille und nachdenkliche Zeit. Nimm eine bequeme Haltung in einer dir bevorzugten Position ein. Schließe langsam deine Augen. Entspanne deinen Körper und atme dreimal bewusst ein und aus. Wo spürst du deinen Atem? Im Bauch? Im Brustkorb? Oder in der Nase? Sobald Gedanken und Gefühle aufkommen, fokussiere deinen Atem auf die Ein- und Ausatmung. Dein Atem dient dir an dieser Stelle als Anker. Nimm dich liebevoll wahr und lass deinen Fokus bei deinem Atem. Entspanne deinen Kopf, deine Stirn, deine Augen, deinen Mund, dein Kinn, dein Gesicht und deine Augen sind weich. Die Schultern locker. Die Arme und Hände entspannt. Dein Bauch und dein Rücken entspannen sich. Ebenso deine Beine und Füße. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Stelle dir vor, dass du durch dein Herz ein- und ausatmest und ob du gleichzeitig deinen Atem spüren kannst. Lege eine oder beide Hände auf deinen Brustbereich.
Spüre die Wärme deiner Hände. Genieße die Berührung und die Wärme, die von dir ausgeht. Begib dich nun in deinen inneren Wohlfühlraum. Mit der nächsten Einatmung atmest du Ruhe und Entspannung ein. Und mit der Ausatmung atmest du Unruhe und Anspannung aus. Einatmen, Ruhe und Entspannung. Ausatmen, Unruhe und Anspannung. Wiederhole dies 3 Mal. Du musst nicht etwas Bestimmtes denken oder tun. Bewege dich in einen Zustand der Ruhe. Es wird stiller, weniger aktiv in deinen Gedanken. Wenn deine Gedanken sich mehr und mehr beruhigen, wird alles langsamer und ruhiger. Der Geist hat ein Eigenleben und denkt immer wieder etwas Neues oder dreht sich in einer Spirale. Und du atmest weiter ruhig ein und aus. Dabei ist deine Haltung vollkommen entspannt. Dein Geist wird ruhiger und ruhiger. Er findet langsam zu einer stabilen Ruhe. Du sinkst sanft in eine Schwerelosigkeit. Durch die aufkommende Ruhe offenbart sich Klarheit
in dir. Und du kannst dir jetzt alle Zeit nehmen, um dies geschehen zu lassen. Denn aus diesem Grund machst du diese Meditation, um zu beobachten, wofür du sonst keine Zeit übrig hast. Dinge, die sonst meist unbemerkt an dir vorübergehen, geschehen zu lassen. Alles Denken verliert sich. Es gibt nur noch Ruhe und Entspannung, die den Weg in deine eigene Tiefe freigibt. Du begegnest deiner inneren Ruhe und atmest Ruhe ein und aus. Du verbindest dich tief mit deiner Ruhe und spürst, wie dein ganzes Wesen von deiner Ruhe umhüllt wird. Und so kannst du für manche Momente in dir die Fähigkeit wiederentdecken, die Dinge geschehen lassen, dich über die zunehmende Klarheit und Ruhe zu freuen. Du bist ruhig und die Dinge bedeutungslos. Mit klarer Sicht. Und so kannst du in aller Ruhe wieder hierher zurückkehren. Und dabei mit jedem Atemzug ein bisschen frischer und klarer zu werden. Komme ganz langsam in die Gegenwart zurück. Recke und strecke dich,
Und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir von Herzen einen schönen ersten Advent.